Ja, im zweiten Teil zeige ich dir noch, wie man Spuren arrangieren kann und Effekte hinzufügt und wie man schließlich den Song bereitstellt. Ich habe hier zu unserem Song mal noch ein kleines Streicherintro dazu gemacht und auch ein bisschen Stimme aufgenommen. Hört sich dann so an. Hallo Berlin, das ist das Lärm Lab. Hallo Berlin, das ist das Lärm Lab. Okay, jetzt möchte ich auf die Stimme noch ein bisschen Effekt dazu geben. Dazu tippe ich die Spur kurz an, damit sie ausgewählt ist und gehe dann hier oben rechts auf die Schieberegler. Da kann ich also noch ein bisschen Echo und Hall dazu geben. Das hört sich dann so an. Hallo Berlin, das ist das Lärmwerk. Hallo Berlin, hallo Berlin, hallo Berlin. Und ich kann natürlich auch in der Spur selber Effekte einschalten. Hier habe ich jetzt auf Dry, es gibt auch hier so einen Roboter-Effekt, da klinge ich wie eine Maschine und verschiedene andere Sachen. Kannst du einfach mal ausprobieren, was dir gefällt. Alles ist erlaubt. Ja, dann hatte ich vorhin schon kurz gezeigt, kann man durch Aufziehen hier auch die Spuren in der Lautstärke, im Lautstärkeverhältnis abstimmen, also die Geige vielleicht ein bisschen leiser machen, wie man das möchte. Und wenn alles so ist, wie man es braucht, dann geht man wieder auf meine Songs. Damit der Song gesichert, dann kann man ihn hier auch antippen und ihm einen Namen geben. Und danach auf Auswahl oben rechts drücken, dann fängt hier alles an zu zappeln. Dann kannst du deinen Song auswählen und oben links mit dem Symbol Pfeil nach außen kannst du ihn bereitstellen. Du kannst ihn also mailen, auf Facebook posten, auf YouTube hochladen und so weiter. Ja. Ich möchte ihn jetzt mal in einer anderen App öffnen, und zwar in der App iMovie, weil wir ja ein Video machen wollen. Also würde ich ihn hier nochmal benennen, wer ihn gemacht hat. Und dann auf Bereitstellen tippen. Dann wird der Song exportiert. Und dann automatisch die zugehörige App iMovie, mit der man dann die Filme machen kann. Ausgewählt, kann man öffnen und dann startet iMovie. In iMovie kannst du dann einen neuen Film erstellen und dann wird automatisch dein Sound hier in den Film importiert. Ja. Dann würde ich sagen, mach deinen Song fertig und exportiere ihn zu iMovie. Viel Spaß dabei!